Spiel 1 abhaken, das ist das erste Motto bei den S. Oliver Baskets nach dem desaströsen Auftritt im ersten Spiel der Playoffs in Bamberg, wo man mit 54-95 die höchste Niederlage der Bundesliga-Geschichte kassierte. Motto 2 heißt folglich Wiedergutmachung. Und Motto 3 macht wohl die meiste Hoffnung. Jedes Spiel beginnt halt wieder bei 0:0. Mehr Konzentration und Inspiration verlangt Baskets Headcoach Doug Spradley freilich am Donnerstag in Spiel 2 schon von seinen Jungs. Bei einer Niederlage droht sonst bereits am Sonntag in der Best-of-Five-Serie das Aus. Mit einem Sieg wäre Würzburg aber zurück im Geschäft und die Fans dürften sich auf ein weiteres Heimspiel gegen den Titelfavoriten freuen. Ja, Doug Spradley, Spiel 1 war ziemlich gruselig und Sie waren auch hinterher ziemlich verärgert. Ist der Ärger über die Leistung Ihrer Mannschaft verflogen mittlerweile? Meistens ist die Ärger den nächsten Tag, wenn ich aufwache, meistens weg. Also ich war keiner zufrieden mit unserer Leistung. Ich muss eine Sache sagen, dazu sagen, ist, dass die Bamberger war richtig gut. Die haben von der ersten Minute bis die letzten Minuten durchgespielt. Die haben keine Phase gehabt, wo die nicht hart gekämpft haben. Und wie war vielleicht hat meine Spieler das ein bisschen unterschätzt, was auf dem zukommt. Und für das haben wir Lehrstunden bezahlt. Also ein bisschen Kopfarbeit dann auch angesagt. Inwieweit muss man auch dieses Ergebnis aus dem ersten Spiel eben jetzt aus dem Kopf rauskriegen? Ich hoffe nicht weit. Ich hoffe, dass die Spieler wissen, dass das Spiel ist vorbei. Und jetzt fokussieren wir auf das zweite Spiel. Und hoffentlich, dass wir mit einer anderen Konzentration und Intensität rauskommen und unsere Chancen nutzen. Das werden zwei Punkte sein, Intensität und Konzentration. Worauf wird es dann vor allem gegen Bamberg noch ankommen? Aber der Fakt ist, wenn Bamberg spielt wieder den ersten Spieltag, das wird es schwierig für uns, das Spiel zu gewinnen. Aber nochmal, wenn wir mit der entsprechenden Konzentration und Intensität da sind, dann ich weiß, dass wir auch gutes Basketball spielen können. Und dann müssen wir einfach nur hoffen, dass wir jeden Möglichkeiten, jeden Chance, was Bamberg uns gibt, dass wir ausnutzen können. Und es wird trotzdem schwierig. Aber letztendlich ist es Playoffs und man muss auch sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir haben natürlich noch einen Pfund in der Hinterhand, nämlich die Fans. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Fans uns positiv unterstützt. Wir müssen nicht vergessen, was diese Mannschaft die ganze Saison geleistet hat. Es ist nicht einfach nur ein Spiel oder zwei Spiele, das ist wirklich die gesamte Saison. Wir sind dankbar für die Unterstützung, was wir über die gesamte Saison gehabt haben. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Wie groß ist denn die Hoffnung und wie groß ist Ihre Einschätzung, dass die Fans noch ein zweites Heimspiel bekommen? Also wie gesagt, ich gebe nie eine Hoffnung auf. Ich denke, wir haben eine Chance. Vielleicht, weiß nicht, ich kann dir nicht einschätzen, wie groß das Chance ist. Es ist auch natürlich abhängig, wie gut die Bamberger sind. Aber Chance haben wir und wir werden probieren, alles, was wir können, das Chance wahrzunehmen. Dankeschön.